Herzlich willkommen wieder zurück zu einem Free-to-Play-Let's-Play mit Tron and Liberty. Ich begrüße euch herzlich hier wieder zurück. Mein Name ist ChristianAger3000 hier bei dem wunderschönen Spiel, was kostenlos ist. Und wir checken mal rein, denn ja, wir wollen ja ein bisschen vorankommen und mal gucken, ob wir in die Server reinkommen, ob es auch alles so funktioniert mit unserer feuchte Hexe. Ich lasse den Namen einfach, das ist einfach klasse. Gut, ja, wir starten rein. Und ja, es gibt, ich habe gestern Abend noch mal eine halbe Stunde mal nur ein bisschen auf den großen Feldern, wo wir zuletzt aufgehört haben, ein bisschen gefarmt, sage ich mal so, das Leveln gemacht und so, aber große Sachen jetzt eher weniger, was das angeht. Aber ich würde sagen, ja, wir gehen wieder zurück, wir gehen zu der Mission, wo wir hin müssen, denn der Weg zu Ruhm und Ehre ist noch weit entfernt und lassen wir uns mal überraschen, was uns alles noch so Schönes erwartet. So, gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen für den Questmarker. Und die Frage ist, wo ist der Questmarker überhaupt hin? Wir können ja mal gucken, wie komme ich da oben drauf? R1. So. Genau. Markieren. Wie kann ich markieren? Markieren. Standort ansehen. Genau, wir müssen da hin. Also, dann machen wir hier den Wegmarker hin. Sprich mit dem Forscher der verseuchten Regen Lina. Okay, und wo sind wir? Hey, wo ist der Marker hin? Hallo? Wir sind da. Ja, müssen wir mal ein Stück gehen. Wie kann man das denn markieren? Oder. So. Okay, das sollte passen jetzt, ne? So, dann lassen wir einfach mal hinlaufen und checken, wie wir hier vorankommen, denn die Mission ist noch ein Stück. Und ich laufe auf jeden Fall sehr viele Leute rum. Das passt ja alles so gut, wie es geht. Was mich halt immer noch ein bisschen stört, die Kameraperspektive bleibt einfach nicht fest, sondern die wechselt jedes Mal beim Neustart immer so weit weg. Und ich bin da nicht so ein Fan davon, ehrlich gesagt. Also das sind Kleinigkeiten, so mi, ne? Keine Frage. Aber muss es dann sein, dass man, wenn man was eingestellt hat, auch nicht eingestellt bleiben kann? Ist es denn zu viel verlangt für ein Spiel? Ich glaube nicht. Aber jetzt schauen wir einfach mal. So, sind wir gelangt auch gleich da. Nächstes Gebiet. Ja, die haben nichts. Was ich auch noch gemacht habe, sind die ganzen Einstellungen unten, wie ihr sehen könnt, die Kombos und so. Habe ich mal umgestellt, dass ich da mal ein bisschen besser kämpfen kann. Weil dauernd auf R2 zu gehen, war ein bisschen blöd für mich. Aber das ist die halbe Miete. So. So, was ich bloß tun? Ich muss jetzt mit dem Experiment beginnen. Was liegt an? Ich hatte geplant, heute Experimente durchzuführen, aber mein Assistent ist nicht aufgetaucht. Kannst du mir helfen? Hört sich leicht genug an. Okay. Danke dir. Okay. Verstanden. So. Okay. Hier drüben sind. Dann machen wir das einfach mal. So, dann wieder zurück. Das ist eine schnelle Quest anscheinend. Und noch drinnen. So. Guten Tag. So. Kommst du genau rechtzeitig? Ich habe gerade mit der Vorbereitung für das Experiment fertig. Was erforschst du denn? Wie das Regenwasser in einer bestimmten Zusammensetzung des Gegend beeinflusst. Okay. Alles klar. Regenwasser herauszustellen. Verstanden. Gut, okay. Schau, wie das besondere Regenwasser hergestellt wird. Okay, dann bleiben wir mal hier stehen.
特別な雨水の完成です。 Das war falsch. So. ビートルが雨水に濡れると暴れるかもしれないので、 お気をつけて。 Was? Versprühe das besondere Regenwasser auf den Experimenten des Skarabäen im Gepäck. Ach du da. Okay. Besiege. Au. Geht's noch? So. Finito. Oh, ich finde, dass du da bei mir warst. Weiter. Es war besonderer Regen. Wesen, dass der Flügelregen beeinflusst hat. Ausführen. Okay. Für ein Jahrzehnt ist Laslan plötzlich Opfer von verschiedenen Regen geworden, der alle Kreaturen, die davon berührt wurden, in einen tobenden Monster verwandelt hat. Okay. Ich habe die Zusammensetzung der verseuchten Regens nachvollzogen und zu einem Fluch verursachenden Bestandteil der Schattenbeschwörung erfahren. Das Regenwasser, das du gerade versprüht hast, bestand aus denselben Inhaltsstoffen. Es scheint eine exakt dieselbe Wirkung zu haben wie die verseuchte Regen. Okay. Ich werde das Ergebnis des heutigen Experiments nach Venelux zurückmelden. Ich danke dir für die Hilfe. Kein Problem, man sieht sich. So, okay. Mission completed. So, aber in der letzten Folge hieß es doch, dass man irgendjemand sammeln muss. Oh, wir sind Level aufgestiegen anscheinend. Sehr schön. Wir gehen mal auf Karte. So, wo sind wir denn? Da ist was. Okay, keine Ahnung, was das ist. Ich habe keinen Plan gerade. Der Questmarker ist nicht mehr da, den ich benötige. Wir können ja mal gucken. Codex, glaube ich. Ist das bei Codex? Abenteuer. Hier, da müssen wir hin. Das haben wir ja auch schon abgeschlossen. Genau. Das hatten wir schon gemacht. Und ja, sprich mit... So. Da sind wir doch. Das ist mal genau in die Ecke. Gehen wir mal da runter. Nee. Was soll der Typ sein? Okay, Questmarker ist gerade total für den Arsch, merke ich gerade. Das ist ganz komisch. So, die Tragödie der Familie Cassil, genau. Sprich mit dem Verwalter der Altraunenplantage Nett bei Altraunen und Goldfeldern. Das Goldfeldern ist ja hier. Das ganze Ding hier, glaube ich, ne? Aber wo soll denn... Aber wieso kann ich denn nicht das auswählen? Das finde ich jetzt ein bisschen blöd gemacht, ehrlich gesagt. Aber okay. Ja, hallo? Das sind die Sachen. Haben wir eigentlich abgeschlossen? Belohnung einfordern. Wähle ein folgendes Objekt. Ach, hier unten Zwiebelsuppe mit Fleisch. Brathonigapfel. Okay. Spiegelei. Und hier ist hochwertiges. Nein, wir nehmen das da. So, Dankeschön. Da haben wir auch noch was. Haben wir auch schon gemacht, ne? So, okay. Gut, okay, Abenteuer. Ja, wir müssen jetzt dahin. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Wir sind genau an der Stelle. Ah, das ist das da hinten, okay.
Vielleicht hier oben? Rätselhafte Notiz. Haben wir auch mal mitgenommen. Passt. Vielleicht da? Da ist nett. Da haben wir doch. So, wir kommen beim Adraumpantage, wo wir Adraunen mit viel Liebe und Samen bis zur Ernte bekleiden. Wenn du frische Adraunen brauchst, dann bist du genau richtig. Ich suche nach einer Adraunenwurzeln. Oh je, die Wurzeln sehen gerade aus. Wie wäre es, wenn du erntest selbst so viele... Was? Wie wäre es, du erntest selbst so viele, wie du brauchst. Dafür sind die dann auch gratis. Gut, okay. Alles klar. Also, ernten. So, da sind welche. Gartenbau. Au. Mhm. So. Hammer. Sehr schön. Wie viel brauche ich? Keine Ahnung. Wähle ein Ziel. Keine Verfügung, Abenteuer favorisiert. Ach, muss ich die favorisieren jetzt, ja? Auch noch. So, wie wir den Wegpunkt dahin. Okay. Favorisieren. Dumm, dass man das nicht irgendwie einstellen kann. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht gerade hier. Als Favorit anwählen, dass es wieder auch nicht angezeigt wird. Oder vielleicht muss ich eine andere Reiter auswählen. Nee, das ist ja was anderes. Keine... Ich habe echt gar nichts abgewählt letztes Mal, ne? Aber wie tue ich denn das auswählen? Keine verfügbaren Abenteuer... Favoriten. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. So. Ich will es nicht im Chat teilen. Was soll denn das für ein Blödsinn? Leute. Also da bin ich jetzt ein bisschen gerade, ja, negativ drauf. Na, wir laufen einfach mal in diese Richtung. Wird schon irgendwie werden. Au. Hey. Hänge. Eine Truhe. Ah. Mhm, 53. Mr. Krabs. Au. So. Okay. Machen wir mal ein bisschen weiter. Solange ich nicht angegriffen werde, ist doch alles grün. So, nebenbei ein bisschen heilen. So.
Die haben einen Schnellreisestein. Okay. ナンパ船や積み荷の中に財宝が眠っていないか探すのであれば、海岸の支配者と遭遇することになる。遠目には普通の甲殻類にしか見えない。だが近寄ると想像以上に凶暴なことがわかる。Okay, gut. So, dann haben wir das jetzt schon mal. Ja. Ey, wenn das nicht einfach mal... So. Abenteuer. Wieso kann ich das nicht favorisieren? Wieso gibt es hier keine Option? Ist echt bescheuert gemacht, Leute. Ist echt bescheuert gemacht. Ich möchte gerne das als... Favorit legen. Was ist denn das Problem des Spiels hier eigentlich? Gibt es das hier nicht oder was? Sprich mit Kräuterkunde bei dem Windhügelküste. Wegpunkt. Ich kann es nicht auswählen. Echt komisch gemacht. Ich habe doch nicht mal was geändert, weißt du? Ich habe ja nicht mal was umgestellt oder so. Jetzt zeigt es mir wieder da an. Was führt dich hierher? Ich kombiniere diese Zutaten. Bitte kombiniere diese Zutaten. Was? Das sind Zutaten für ranziges Pulver. Dann hat Martina dich geschickt. Aber woher weißt du von diesen Zutaten? Von deinen Lehrlingen. Oliver, dieser clevere Bursche. Wie ist er darauf nun gekommen? Er ist ziemlich klug. Oliver verdient definitiv Lob. Kräuterkundler müssen sich auf die Suche nach Zutaten bisweilen auf an gefährlichen Orten wagen. Aber Oliver hat schon Angst vor einer Ameise. Die Angst muss er überwinden. Was? Das wusste ich nicht. Nun, ich mache dir sofort dieses ranzige Pulver. Es scheint dir ja dringend zu sein, wenn du dafür einiges bekommst. Und ich zweifle nur ab. Hier ist das ranzige Pulver. Hast du vor, direkt zu Matthias zurückzugehen? Falls ja, öffne doch deine Karte und versuch mal, dich nach Castello zu teleportieren. Okay, Kapitel 1. Ja, alles klar. Das weiß ich auf jeden Fall, wie das funktioniert. So. Wir könnten auch reisen, ne? Also, alles gut. So. So, möchte ich wirklich nochmal. Nein, will ich nicht. So. Karte öffnen. Und wir reisen hierhin. Teleportieren kostenlos. Ja. Anfallende Kosten in meinem Zuland, okay. Die Frage ist, wie viel mal ist es kostenlos? Ab wann wird es dann kostenpflichtig? Ich habe irgendwie mitbekommen, so glaube ich, ab Level 18, 30 oder so, oder 20. Lass uns immer überraschen. Aber machen wir erstmal die Quest weiter, dass wir hier ein bisschen vorankommen. So. Mach die Türe auf. So. So, du bist schon zurück. Hast du Ranzige Pulver gefunden? Wie fühlst du dich? Geht es dir schlechter? Schon in Ordnung. Hier ist das ranzige Pulver. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Das ranzige Pulver ist hervorragende Qualität. Ja. Ich brauche sofort den... Was? Warte, bis er so, okay. Gebraut hat.
Trinken. Okay. Wie geht's dir? Fühlst du dich etwas besser? Ich spüre, wie sich das Mana beruhigt. Hab's mir doch gedacht. Es ist viel potenter. Ich habe zwar versucht, die Wirksamkeit zu verbessern, aber ich hätte damit nicht gerechnet. Okay? Der Beruhigungsdrang ist jetzt sehr wirksam. Ich muss ihn sofort meiner Schwester bringen. Aber wie du weißt, darf ich nicht allein da draußen gehen. Ich werde deine Schwester die Beruhigungssaft geben. Dankeschön. Also, an den Windhügelküste, Mina. Alles klar, nur Mina weiß, wo meine Schwester ist. Da mich Zardos Schergen verfolgen können, darf ich meine Schwester keinesfalls selbst besuchen. Zardot? Der Anführer der Arkham-Einheit von Mislan. Es gibt Kommandanten unter den Katzern. Die Kräfte des Stammfragments. Meine Schwester habe ich es ihnen angetan und es lässt sich nicht und versucht, um sich die Finger zu geben. Okay. Schon wieder viel Text, meine Freunde. Viel Text. Ja, ich bleib vorsichtig. Alles gut. Gut, dann gehen wir raus. Wir haben nichts mehr zu suchen. So. マティーネの魔力暴走鎮静剤は効果があった。鎮静剤を飲んだ途端、魔力が弱まっていくのを感じた。 Okay, dann reisen wir da runter. Von dort aus laufen wir zu Mina. Und ja. Schauen wir mal. So, let's go. Wir haben ja Inventar, haben wir schon was Neues bekommen, abgesehen von Essen etc. und Getränke, die ich nicht benötige momentan. Sonst nicht viel. Wir haben ein Level Up. Ich würde sagen, wir können ja mal auf Stärke gehen. Das Problem ist, es wird hier nicht wirklich erklärt, ob es ist auch für Magie oder allgemein. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja, was soll man machen? So. Kampfpass, wir haben ja wieder was Neues bekommen. So, erhalten. So. Eine Woche. Ja, da haben wir auch noch einiges einlocken. Für den Battle Pass. Wo ich bis jetzt noch keinen Sinn drin sehe, den zu kaufen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. So. Gegenstände sammeln. Gilde? Ja, ich will keine Gilde beitreten. Sehe ich so aus gerade momentan? Nein, danke. Meilenstein. Ach, das ist die Steuerung ist hier echt. Manchmal hast du eine Maus, manchmal hast du keine Maus. So, Belohnung anfordern. So. Gut. Ja, ich würde sagen, dann neben zum Weg darunter tun wir auch noch mal ein bisschen kämpfen. Weil ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen Punkte. Was war das gerade? Keine Ahnung. Gehen wir auf den Weg. Geh mir aus der Sonne. Ja, das ist doof. Ha,
Ja, spektakulär ist es momentan nicht. Wir brauchen halt noch die Level, um bessere Fähigkeiten zu machen. Definitiv. So, weiter geht's. Brauchen XP, ja, oder EP. Du kriegst mich nicht. Au. Alles im grünen Bereich. Ja, die Frage stellt sich jetzt für die Leute, die jetzt schon zuschauen oder dann später zuschauen, halt auf jeden Fall, macht das hier Sinn, weiter Let's Plays zu machen oder so? Ja, ich weiß nicht, das ist halt wirklich eintönig nach einer gewissen Zeit. Das ist halt ein MMO halt, ne? Also ist halt kein Solo-Game oder wo immer irgendwas Neues passiert, aber ja, schwierig, sage ich mal so. Manchmal ist es halt wirklich das extremes Farmen bis zum geht nicht mehr. Und allein ist es wieso schwierig. Ich denke mal, wir können ja mal gucken, ob dann Gamer Hits oder so, Gamer Hits TV sich mit anschließen tut für die Zukunft. Aber momentan sieht es halt nicht gerade viel aus. Boah, da hat meine Attacke abgebrochen. Geht's noch? Ja, wir brauchen halt auch mal stärkere Waffen halt, ne? Sonst funktioniert das hier nicht. Geld kriegen wir genug. Oh, das. Den habe ich noch nicht angegriffen. So. Machen wir mal weiter. Bis jetzt, solange wir das nicht angreifen müssen, macht das ja auch keinen Sinn. Was ist das hier? Wegen? Ja, nicht mehr anzeigen, danke. Kann nicht benutzt werden. Ah, okay. Dann halt nicht. Wir haben es versucht. So, Mina. Hallo. Na, wie kann ich dir helfen? Hier ist der Mana-Beruhigungstrank. Da du den Beruhigungstrank bringst, schickt dich wohl Martinia. Das scheint gut gelaufen zu sein, wenn sie dich plötzlich herschickt. Tut mir leid, aber Adelina ist gerade nicht da. Vor kurzem haben Tatos Männer Adrinas Versteck gefunden. Gestern Nacht erklärte Adrina, sie müsste weit weglaufen, um ihnen zu entkommen. Wo ist sie hingegangen? Manches Beruhigungstrank genügt nicht, um Adrinas Macht vollständig zu bändigen. Adriana sagte mir nicht, wohin sie gehen wollte. Aber sie wurde einen Weg finden, ihr Mana zu unterdrücken, weit weg von den spähenden Blicken
Arceums, okay. In Leuchtturm, wo Adrenia übernachtet hat, könnte es noch ein paar Hinweise geben. Nun gut, ich sollte Martina die Nachricht überbringen. Inzwischen dürfte Adria aus Aslan verschwunden sein. Okay, dann heißt es, ab nach oben. Adriana war Zaros no Testa kara nogare, toku e to tabidatte ita. Maryuk bousou chinsei zai dake de wa kanojo no maryuk o kanzen ni osaerare nakatta sou da. Adriana wa koko o hanare, maryuk o kanzen ni osaeru hohou o sagashi tsuzukete iru. Weiter geht's, ab nach oben. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Oh, guten Tag. 残念ながら一足遅かったようです。 あいつがアドリアナを逃がしたようです。 お前もあの娘と同様に欠片を持っているね。どうやら手ぶらで帰らずに済みそうだ。虫けら不全が 我らの計画を邪魔だてする機会？この手で殺してやる。オッケー。星のかけらをよこせ。絶対に星のかけらも奪ってやる。行きます。ちょっとずつ einer weniger. Okay, dann müssen wir mal ein paar Informationen sammeln hier. Ein Blick fällt auf das aufgeschlagene Buch. Es scheint ein Forschungsbuch zu sein, geschrieben von Adriana. Es ist voller komplizierter magischen Formeln, an denen die Seitenränder stehen von Tränen verwischt worden. Verwischte Wörter. Ich kann diese furchtbaren Albtraum nicht vergessen, den ich hatte. So viele verzweifelte Leute, alle krümmen vor Schmerzen. Mit der Zeit wurden die Erinnerungen klarer. Es ist furchtbar, aber ich darf nicht aufgeben. Um Martinias Willen muss ich weitermachen. Okay. Weiter untersuchen. Nächstes Buch. Es scheint ein Tagebuch zu sein. Du liest den letzten Eintrag. Ich spüre im Schlaf, dass da jemand war. Zunächst dachte ich, es sei Mina. Aber die schweren Schritte machen mir klar, dass der Eindringling jemand war, den ich nicht kannte. Ich verstecke mich rasch und beobachte, wie er an mir vorbeiging. Die Gravur auf seinem Schwert bedeutet, dass er ein Teil von Arceum Legion war. Warum suchen die Arceum wieder nach mir? Diese Tragödie darf sich nicht wiederholen. Ich muss wohl gehen. Das ist das Mindeste, Martin. Das ist zumindest Martinia sicher. Okay. やつらを倒した後、アドリアナが残していった研究所や日記を発見した。それまでの彼女の苦しい日々が生々しく綴られていた。うん。 Machen wir mal die Truhe auf. Mal gucken, was wir drin finden, wenn es überhaupt aufgeht. Eine Truhe mit einer auffälligen Blumendekoration. Sie ist verschlossen und kann nicht geöffnet werden. So. Aber nur kaum Staub, es muss kürzlich doch benutzt worden sein. Dieses verzierte Wort, okay. Mhm.
Ich berühre die Blume. Von welchem? Och, lange drücken. Aber gut, okay. Okay, wir haben den Schlüssel gefunden. Und was ist drin? Eine Notiz. Sieht halt wie ein Pergament aus. Okay. この力の正体を見抜き、これが、アーキウムに狙われ続けることを知っていた。この力を制御する方法を見つけることが、アーキウムから逃れる方法だとマティーネは言っていた。この力を制御する方法を見つけることが、アーキウムから逃れる方法だとマティーネは言っていた。すぐに彼女の星のかけらの力に気づいたジェニスは、 Haben wir jetzt die Zeit zurückgedreht, oder wie?双子の妹マティーネを人質にしたアーキウムの手下は、星のかけらの力を宿した呪術師アドリアナを脅し、雨を降らせるよう強要した。儀式が始まるとすぐ雷鳴とともに雨が降り始めた。アーキウムの手下が儀式に使う素材をすり替えたことで、呪いの雨がラスランに降り注ぐ。 一体の生き物は凶悪な怪物へと変貌し、人々を襲い、土地は荒れ地と化した。アドリアナは自分のしたことに衝撃を受けた。アーキウムの手下が用済みとなった姉妹を殺そうとすると、アドリアナに眠っていた星のかけらの魔力が暴走し、手下たちを一瞬にして葬り去った。 それ以降、アドリアナの姿は醜く変わり果て、呪いの雨を降らせた罪悪感に苦悩する日々を送ることとなった。Okay. Verlassen den Leuchtturm. Also Adriana hat Endeffekt. Ja, die Monster alle beschwören, also sagen wir verstärkt in der Umgebung auf Gewalttätigkeit gemacht. Oder so. Ist schon ein bisschen bitter. So, sollen wir wieder zurück anscheinend. Genau, solange es noch kostenlos ist, nutzen wir das natürlich auch. Ja, das würde ich mir auch gern zulegen. Aber habe ich halt leider nicht den Vorbestellerbonus für 100 Euro. Da merkt man ganz genau, diejenigen, die die Klamotten haben, prahlen, dass sie genug Geld haben anscheinend. Ich meine, ja, ich habe mir auch mal schon meine Vorabversion gekauft, im Misswillen. Aber ja, jetzt schauen wir mal. Ein Spiel für einen Free-to-Play-Titel? Schwierig. So, hier sind sie ja wieder alle. Hm, du musst gekommen sein, um Martina zu sehen. Wo steckt Martina? Nachdem das Gespräch mit dir habe ich früher ihren Schwestern erzählt und sie ist los, um eine neue Behandlungsmethode zu finden. Sie bat mich, dir einen Brief zu geben, sollte ich dich jemals treffen. Es liegt da drüben, lies nur. Mhm. Abenteuerin, danke dir, konnte ich das von meiner Schwester hören, bevor es zu spät war. Ich danke dir.
Da ihr Versteck nun aufgeflogen ist, werden Tadus Männer Klinik früher oder später finden und die Bewohner in eine größere Gefahr bringen. Ich habe mich ebenfalls entschieden zu gehen, bevor es zu spät ist. Ich wünschte, ich hätte ein echtes Heilmittel für dich finden können. Tut mir leid. Meine berühmte Trank wird nicht reichen, um dein Mana vollständig unter Kontrolle zu bringen. Es ist mächtig, aber es wird vorerst davon bewahren, unkontrolliert zu wüten. Ich konzentriere mich darauf, ein echtes, langfristiges Behandlung zu entwickeln. Wenn wir uns wiedersehen, kann ich dich vollständig heilen. Bis dahin, gib bitte gut auf dich acht und sei vorsichtig da draußen. Vergiss nicht, dass Zaroth und die Arkan-Legion hinter dir her sein können. Wow, okay. So, mach dir keine allzu großen Sorgen um Martina und Adoria. Sie werden wieder vereint sein. Ich räume hier auf. Du kümmerst dich um dich selbst. Okay. Verlasse das Krankenhaus. Haben wir... Okay. Wo sollen die denn sein? Direkt vor mir. Da. Die Zeit läuft mir davon. Was soll ich nur tun? Was bedrückt dich? Es gibt da etwas, das ich unbedingt brauche. Aber niemand will mir überhaupt zuhören. Könntest du mir nicht irgendwie helfen, Abenteurerin? Was ist los? Hast du hier von dem Monster namens Isaac Grauzahn gehört? Das war ein schrecklicher Wolf, der furchtbare Mastmalf-Präsenz besaß. In meiner Kindheit hätte er mich beinahe getötet. Das einzige Grund, warum ich noch am Leben bin und dir heute darüber berichten kann, ist, dass Henry, der Sohn des Flüsterns, mich und den anderen Kindern rettete. Okay. Also, schnell wie die Labe und kommst gar nicht mit dem Lesen hinterher. Das ist, naja, egal. Ich mache wohl eine kleine Zusammenfassung. Meine Güte, okay. Deshalb möchte ich ein besonderes Geschenk an seinen Grab vorbereiten. Okay. Wolfsjagdwettbewerb. Das sollen wir dann wahrscheinlich tun. Weißt du was? Ich schenke dir ein Andenken. Okay. Davon muss es mehr geben. Okay. Ja, nicht nur eins, sondern zwei. Ja, schön, auch das. Vielen Dank, Abenteuerin. Der Wettbewerb findet in der Flüsterresistenz der Kastellanten statt. Begib dich dort in Frage, wie du dann teilnehmen kannst. Kapitel 2. Dann gucken wir mal, wie wir da beitreten können. Ist wohl ein längerer Weg, aber da blinkt noch was auf. Seht ihr das? Gucken wir mal da. So, dank dir habe ich mich da getroffen. So, großartig, du siehst gelassener aus als letztes Mal. Ich schätze, es ist gut gelaufen. Ich habe etwas, das ich erzählen möchte. Weißt du, wie du deine Ausrüstung verbessern kannst? Ich glaube nicht. Ich wusste es. Zaroth und seine Spione hacken etwas Großes aus. Du darfst nicht mit alten Rüstungen daraus. Du musst deine Kampffähigkeiten perfektionieren, aber du musst auch deine Ausrüstung verbessern. Ich verrate dir einen Tipp, den ich von meinen anderen Kunden habe. Hast du vielleicht Wachstumssteine? Was ist ein Wachstumsstein? Du weißt nicht, was ein Wachstumsstein ist? Ein Material, mit dem Abenteuer ihre Ausrüstung verbessern und noch stärker machen können. Diese Steine sind echt praktisch, Schwester.
Es gibt verschiedene Wachstumssteine für Waffen, Rüstungen und Zubehör. Verwende sie, um deine Ausrüstung zu verbessern und du wirst viel stärker. Kapierst du, was ich meine? Sorg dafür, dass deine Ausrüstung stark genug ist, bevor du dich Arkham stellst. So, okay, und wo kriegt man die Wachstumssteine her? Aus Echtgeld wahrscheinlich. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Nee, 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 okay. Gut, ja. Aber ich denke mal, Wachstumssteine wären eher vielleicht gedacht für Endgame oder so. Das ist nur eine Theorie, weil Rüstungen aufzuwerten und dann später neue zu bekommen, macht dann auch nicht so viel Sinn. Wisst ihr, was man? Das ist Pro und Contra der ganzen Sache. So, diese Person. Es gibt zu viel zu tun. Vorbereitung für den Wettbewerb. Kontrollieren der Farm. Wie ich höre, gibt es einen Wolfsjagdwettbewerb. Ich weiß, dass du von weit her kommst, aber unsere Lage ist übel. Wenn es so weitergeht, müssen wir den Wettbewerb sogar abbrechen. Warte. Wir müssen die Wölfe anlocken, um mit dem Wettbewerb weitermachen zu können. Aber der Köder, den wir bis jetzt genutzt haben, funktioniert einfach nicht mehr. Fürs Hobbs liegt diese Wettbewerb. Was liebt diesen Wettbewerb? Er hat noch nicht einen verpasst. Hast du eine Ahnung, was mit mir blüht, wenn das Ganze nicht reibungslos über die Bühne läuft oder geht? Moment, wenn du wegen dem Wettbewerb hier bist, kannst du mir bitte helfen? Ich brauche ein paar Zutaten, um eine Art Köder zu herzustellen. Ich bin auf der Suche nach Marken für die... Was Marken für die Wolfsjagd? Wolfsjagd andenken? Aber die... Ach egal. Zuerst musst du mir helfen, die Zutaten für den Köder zu beschaffen, okay? Bitte besieg Knack in den Fracks an der Windhöhenküste. Es ist nicht ganz leicht, sie sind zu finden. Es ist nicht ganz leicht, sie zu finden, aber die Wölfe lieben sie. Der Gestank von Knackfleisch ist für die Bestien unwiderstehlich. Okay, sieh auch in den Truhen nach, in denen du den Wolfshügel aufspürst. Okay, Truhen und Fisch und ja. Deine Rüstung sollte also mindestens ungewöhnlich sein. Warum schaust du nicht bei dem Rüstungshersteller Rachel vorbei? Ich habe für ihn bereits eine Nachricht geschickt. Okay. Alles klar, dann gehen wir erstmal zum Händler. Neue Ausrüstung besorgen. Ich frage mich dann halt auch jetzt hier, das Spiel hat ja mehrere Klassen. Also nicht in dem Sinne Klassen in Anführungszeichen, sondern leichte Rüstung, schwere Rüstung und. Ich habe mal im Shop nachgeschaut, ich habe überwiegend noch Metallrüstungen gefunden, also so Kettenrüstung und so, und sehr wenig für meine Klasse, also mal für meinen Kampfstil mit Magie, Lederrüstung, um die Sachen zu verstärken. Das ist schon ein bisschen... schwierig, aber okay. Hallo, Dave hat mich zu dir geschickt. So, du musst die Person sein, von der du bereits berichtet wurde. Du willst also Knack sagen? Das bedeutet, dass du eine gute Ausrüstung brauchst. Normalerweise musst du uns herstellen, das Material bringen, um die Rüstung herzustellen. Da du aber auf Daves Empfehlung kommst, werde ich diesmal die Materialien stellen. Versuch die Rüstung, die du benötigst, herzustellen. Okay. Wähle die Kategorie aus, um die gesuchte Ausrüstung zu finden. Du kannst die erforderlichen Materialien für die Ausrüstung vorhandenen Mengen überprüfen. Wähle die Ausrüstung aus, dem du herstellen möchtest, und die Materialien, die du verwenden willst, und klicke dann auf Herstellen. Alles klar, ich möchte... Kann ich alles herstellen? Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Klar, Verteidigung ist richtig gut. Eisen, Kampf, Brustplatten, Plattenkurve. Was haben wir hier? Wildlederwarms. Stärke, Trefferchance. Schwächste maximale Gesundheit.
Wahrnehmung meiner Generation, das wäre was für uns zum Beispiel. Nahkampf ausweichen, nee. Stärke plus 1, Schwächechance. Gesundheitsgeneration, das wäre auch nicht verkehrt. Mana-Generation, ja, die Frage ist, okay, kann nur eins herstellen wahrscheinlich. Das ist Nahkampfverteidigung und Fernkampfverteidigung. 8 und 2. Ist alles 8 und 2? Nee. 10 und 10. Das wäre schon besser halt, ne? Mana-Generation. Das ist wichtig. Aber Lebensgeneration wäre auch nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir machen die Wahrsagerei-Kleidung. So. Kann ich auch noch was herstellen? Ich glaube, wir müssen von allen was machen. Schwächechance. Chance auf Fesseln. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit ist halt eher mehr für Bogen halt. Maximal Mana. Gesundheitsgeneration. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir nehmen das sogar. So. Das war's. Mehr dürfen wir nicht herstellen. Nee, mehr ist nicht drin, weil Rüstung fehlt oder Material. Tja. Okay. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir uns neu an. Aber erstmal hier, erstmal weg hier. Weg, weg, weg. Wird zu viel. So, Inventar. Ausrüsten. Uha, okay. Und das Ausrüsten. Sehr schön. Ein Verbesserungssymbol für Waffen. Wird eine Verbesserung von unmöglichen Waffen verwendet. Ja, Waffen wären auch mal nicht schlecht, neue. Also. Können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht was Neues herstellen können. Beim Waffenherstellung. So. Wir brauchen diesen Bereich. Magisches Pulver brauchen wir noch. Sonst haben wir eigentlich alles. Das ist schon mal sehr schön. Also müssen wir noch weiter farmen. Gut, okay. Dann. Wieso muss ich wieder hierher? Das habe ich angefertigt. Oh, nicht schlecht, wirklich, nicht schlecht. Verbessere jetzt die Rüstung. Du weißt ja, wie es geht, ja? Genau wie Waffen auch die Rüstung verbessern kannst. Okay, je mehr du deine Rüstung verbesserst, desto mehr Schaden widersteht sie. Hier ist ein etwas Material. Versuche ruhig einmal, die Rüstung, die du gerade hergestellt hast, zu verbessern. Okay. Verzaubern? Ah ja. Wachstumssteine erhältst du durch verschiedene Inhalte. Mit ihrer Hilfe. Wow, Wachstumssteine erhältst du durch verschiedene Inhalte. Und welche Inhalte? Wird mal wieder nicht erklärt, ja, ne? Mit ihrer Hilfe kannst du die Macht deiner Ausrüstung verbessern. Du kannst dir vorab die Menge benötigten Materialien ansehen, bevor du die Verbesserung vornimmst. Jeder Verbrauchsversuch führt zu einer unterschiedlichen Menge an Fortschritt beim Aufstufen deines Gegenstands. Gewöhnlich, mittel, größer, speziell. Okay, du Ausrüstung erlangt eine höhere Stufe, wenn sie 100% erreicht. Du kannst die Zuwachs der Kraft sehen, sobald die Ausrüstung der nächsten Stufe erreicht. Okay. Okay, dann machen wir es einfach mal. Hmm.
レイチェルは防具を成長させると強い攻撃にも耐えられると教えてくれた。これから出会う敵に備え常にいい防具を製作し成長させなければ。 Jetzt bin ich mal gespannt, wir haben doch jetzt gerade was bekommen. Ah ja, guck an. So. standhafter Zauberstab. 22 bis 3 und 41 bis 7. Was haben wir denn hier? Was sind wir denn? Mana Gesundheit hört sich gut an. Mana Generation Weisheit plus 2. Ja. Schwäche. Mana Generation. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Weisheit, das ist halt gut. Und Tasche. Da da da. Sehr schön. Cool. So. Schwert und Schild wäre auch mal vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber da brauchen wir halt wieder hochwertige magisches Pulver. Da muss ich erst mal gucken, wo man das findet. Aber denke ich mal, das kriegt man schon irgendwie auf die Reihe. So. Also, neue Waffe, neues Glück, ausrüsten. So. Hammer. Sehr schön. Und somit haben wir auch ein Level up. Würde ich sagen, auf Weisheit wieder gehen. So. Alter, wir haben noch einen Punkt. Wir haben mehrere Level ups schon bekommen. Okay, dann würde ich einmal noch auf Stärke gehen. So. Okay. Fähigkeiten. Wir haben eine neue Fähigkeit erlernt. So, Z. Okay. Ich würde sagen, die machen wir einfach mal hier hin. Schwert werden wir weniger arbeiten. So. Passive Fähigkeiten, alles gut. Okay. Ja. Was haben wir dann auch? Codex. Okay. Sammlung. Ja, wieder so komische Bücher. Brauchen wir ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ah, okay. Ja, jetzt können wir. Ja, jetzt können wir das Schwert hier nehmen im Endeffekt. Ich nehme das Schwert. So, okay. Hammer. So. Kampfpass. Haben wir wieder ein paar Sachen fertig gemacht. So. Wöchentlich. So. Alle einfordern. So. Okay. Inventar erstmal kurz gucken. So. Okay. Sollte eigentlich alles passen. Und Ausrüstung verzaubern. Ja, haben wir das schon gemacht? Warum soll ich das denn schon wieder machen? Die wollen mein Geld. Das ist das Problem. So. Jetzt lasst mich in Ruhe und verlangt nicht, dass ich mein Geld da die ganze Zeit ausgeben soll. Schweinerei. Das ist alles nur alles Abzocke. So, wir müssen jetzt hier runter. Deswegen würde ich sagen, dann springen wir einfach mal hier hin. Kostenlos noch. So, ich denke mal, wir sind jetzt auf dem aktuellsten Stand. Sollte passen. Joa. Dann gucken wir mal.
Okay. War wohl nichts drin. Aber gut. キャスラータウンの沖では時々暗礁によって漁船が沈没する事故が起こる。浜に打ち上げられた木箱からは釣り人が愛用する餌の塊が発見されることもある。遠くまで広がる生臭い匂いは狼をおびき寄せる効果もありそうだ。 Wir machen einfach mal weiter. Okay, Boss. Keine Ahnung. Ah, das ist Knacks, okay. Der hat was drauf, naja. Bin etwas enttäuscht. Dann verlassen wir das Schiff wieder. Reisen nicht möglich. Alles klar. ウィンドヒル海岸のナンパ船では、クラッケルという甲殻類がしばしば目撃され、恐ろしい見た目に負けないほど凶暴で強烈な匂いを放つ。昔、狼狩り大会で、 Man ist hier irgendwie mehr mit Reisen beschäftigt als alles andere. Das ist irgendwie ganz komisch, aber gut. Wir haben den Köder, meine Freunde. Wir haben den Köder. Köder. So, hier sind die Zutaten, die ich gesammelt habe. Das war schnell. Dank dir läuft der Wettbewerb weiter. Nochmal zu diesem Magen für die Wolfsjagd. Warum fragst du nicht Chris, den Chef der Jagdzunft, der Jägerzunft? Er ist außerdem der jüngere Bruder des Flüsters. Ich muss ihm wesentlich Lager in den Nachteulen-Ebenen auf dem Wettbewerb vorbereiten. Verwende diese Zutaten, um Kitter herzustellen, und bringe ihn Chris, da du die ganze Arbeit gemacht hast, solltest du ihm auch aushändigen. Auf diese Weise kann er sich persönlich bei dir bedanken. Nimm den Ausgang auf den zweiten Stock der Flüsterresidenz und begib dich zum Abteil der Kastellation. Befindest du ein Gefäß mit allen Krautextrakten. Das Einweichen der Zutaten in diesen Gefäßen macht den Köder für besonders aromatisch und effektiv. Und Chris macht sich bestimmt Sorgen, dass der Wettbewerb nicht stattfinden könnte. Auf dem dorthin schicke ihm bitte meinen Brief mit
Papageienpost. Mit der Papageienpost? Damit er weiß, dass der Köter unterwegs ist. Nur dass du es weißt, in der Nachteulenebene gibt es auch einen Wegpunkt. Dürfte das Reisen dort deutlich erleichtern. Alles klar. ブラックハウル平原にいる領主の弟クリスに新たな誘引剤を届けてほしいという証を手に入れるには大会協会長である彼と話し合う必要がある。 Okay. Bücher, überall Bücher. Viel zum Lesen. Geil. Und los geht's. Nachteulenebene. Wie so gut, dass alle so viel Geld bezahlen dafür? Hart. So. Einmal. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Wo wir überhaupt sind. Wir könnten dahin reisen. Was ist das hier? Okay. かつて村の名所だった平原も巨大な狼の群れが現れてから熟練の狩人も恐れる危険な場所へと変貌してしまった。軍労の滑るこの地に立ち入るのであれば死を覚悟するべきだ。 Okay. Alles klar. Herbar. Es sind wieder so viele Leute, die im hohen Level wahrscheinlich hier wieder sind, dass die ganzen alle wegklatschen. Schon gerade mit Quadrat einsammeln. Schon wieder bist du bescheuert. Ich habe der ist gerade erst erschienen und hat schon andere jemand da im Fokus. Mhm.
15 Minuten. Soll ich denn hier jemanden angreifen? Wenn... Ey, ich hab den gerade ausgewählt. Ne? Ich hab auch noch was bekommen. Keine Ahnung, wie viel ich sammeln soll. Ist das eigentlich egal, wen ich angreife? Ist das eine Gruppenquest sozusagen? Level up to level. Noch 11 Minuten. Ey, warum laufen hier noch welche als Wolf rum? Das ist doch total irreführend. Das ist schlimm. Wieso, wenn ich was töte, warum fliegen dann so viele Teile ab? Und wenn jemand anders was tötet, dann kriege ich meistens gar nichts raus. Das ist schon ein bisschen traurig. Okay.
Ja, aber auch einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Wie fischt die denn ab? Da oben? Koko wa mou nōhin wo shimekirareta kara, hoka wo atatte kure. Ja, weiter, bla 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 bla, ich habe schon alles angefangen. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich was abliefern. Ah, wir haben noch 7 Minuten. Wird sich bestimmt noch ergeben. Koko wa mou nōhin wo shimekirareta kara, hoka wo atatte kure. Wird aber auch nicht so wirklich erklärt. Da vorne blinkt was. Ah, okay. Okay. オオカミ狩り大会は、イスケールを倒した英雄ヘンリーを称える神大会である。領主ホブスによる支援のおかげで、大会中は大陸全域からやってきたハンターたちと素材の一つ、納品箱に余裕があるうちに納品するんだ。オオカミの折れた牙だ。灰色牙のイスケールの死を象徴するこの素材は、 Wird wahrscheinlich wieder zum Wettkampf geben hier. Wer hat das meiste Gold? So wie Aasgeier so. Ah, ich bin der Erste, ich bin der Erste. Wölfe, hier müsste es echt verboten werden, Wölfe zu, sich in Wölfe zu verwandeln. Thank you.
ここはもう納品を締め切られたから他を当たってくれ。やってみないとわからんぞ。頑張れ。悪いな。湖の南の野営地は納品を締め切ったそうだ。他の野営地へ行くんだな。So eine schöne Rolle oder sowas machen wäre schon optimal. Naja, ich habe glaube ich so zu spät angefangen. Der erscheint halt auch gar nichts. Feikai Shuryo 3 Minuten bei! Masaka, kono mama Yusho wa yuzuru tsumori ka? 222. Wenn ich mit einem hohen Level reinkomme, dann kann ich auch alle mit One-Hits klatschen und farmen bis zum geht nicht mehr. Das ist wieder so. Naja, das macht ja für mich keinen Sinn. Das ist hier nur Schwanzvergleich. Im Endeffekt, wer die schnellsten alle umgenietet hat. Was anderes ist es hier nicht. Das ist schon wieder so traurig. Naja. Ich gebe mein Zeug ab und gehe wieder. Ich habe noch was anderes zu tun. So. Na, Hirsch. Gibt so viele Hirsche auch Punkte oder wie? Guckt doch mal, wo Punkte kriegt da fürs Level. Ja, kriegt man auch. Ein bisschen. Ja, den muss ich nehmen, dann habe ich gleich auf 500. Sind gerade alle am Wegrennen, am Ein- Abgeben.
そこまで。今から仮大会の結果を発表する。さあ、名誉ある優勝者に大きな拍手を。 Love Hunting Contest。 イエーイ。 Good。So, hast du 4 Wölfe gefangen? Dann habt ihr abgeschnitten. Wenn ich mal stärker bin, dann können wir drüber reden. Aber so nicht. Was soll das jetzt werden? Mäh. So, wo müsste ich denn überhaupt hin? Wieder in die Stadt zurück, okay. Und tschüss. Ich habe kein Geld mehr für einen Trank. Wer bist du? Bist du der Handwerker, der die Andenken der Wolfsjagdwettbewerbs hergestellt hat? Ja, die habe ich hergestellt, fix. Aber ich habe ihn das letzte vor langer, langer Zeit gemacht. Es ist so lange her, dass ich mich nicht einmal daran erinnere, wie ich mein Werkzeug benutze. Oh, was ist geschehen? Zwei von Unschlossenheit. Okay. Ach so, ja, du machst Mädchen. Ja, gleich zwei? Nein, das kann ich nicht. Warum nicht? Gut, ich versuch's. Meine Fresse. So, Zubehör. Mathe. Das ist immer so traurig halt. Ja, ich könnte es herstellen, aber ich kann nicht mehr für das Material. Ach, könntest du erstmal dahin gehen? Nackenschelle, schlecht weg hin. So. Es gibt einen Weg, deine Fähigkeit zu stärken. Du benutzt aktive und passive Fähigkeit. Ach nee, sag bloß. Das haben wir schon 100 Mal gesehen schon. Interessiert keine Sau. So. これからはスキルを通じて強くなれるだろう。Also momentan ist das alles aber auch wieder so 0815 gedöns bis zum geht nicht mehr, ne? So, Abenteuerin hast du? Weiter. Abenteuerin hast du? Hier sind die Wolfsjagdanbänden. Du bist eine Rettung. Vielen Dank. Ich freue mich so, dass du es alles für mich getan hast. Ja, ich werde dieses Andenken sinnvoll einsetzen. Ich mache das, die Marke Henry zu Geschenk und lasse die große Witwe. Blablabla. Okay, quer auf den Namen, wo es stattfindet. Okay. Dann du zwei Andenken. Eigentlich wurden wir nicht von Henry gerettet. Es war noch ein anderer Held, der uns an diesem Tag Hilfe kam. Aber sie verschwand einfach ohne ein weiteres Wort. So, meinst du, ich werde diese anderen Helden eines Tages treffen? Nein. Das werden wir nicht über miterleben. Ernst, warum von uns schon? Kessler Schudoin war Machito Hegen no Aidaniaru Okano. Das ist wieder, was ich nicht nachvollziehen kann. Sie will die Marken haben. Und
Ich soll es mir hinbringen? Warum? Sie will doch ans Grab gehen. Warum soll ich jetzt ans Grab gehen? Ich habe doch mit der Person doch gar nichts am Hut. Also was sind das für Quests hier mal wieder? Das ist wieder so... Ja. Setz genug Zeit in das Spiel, um dein Leben zu vergeuden. Ist aber wirklich so. Also manche Sachen brauchen wir einfach nicht lesen. Das ist einfach... Man muss am besten bei solchen Spielen manchmal einfach Kopf ausschalten, weil die Story manchmal nicht so berauschend ist. Oder so logisch einfach. Die Logik fehlt einfach manchmal. Ja, darf ich? Okay, danke. Also, wir haben jetzt schon ein paar Stunden in das Spiel reingesetzt. So, der Hype kann ich bis jetzt immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Es sieht gut aus, aber ja. Punkt. Hoshino-koyo. Michi-o-motomete-iru-ka. うよ曲折を経て手に入れた証を、ソイリに渡すと、彼女は喜び、何度も感謝の言葉を口にした。ソイリはどんなに時が流れても、ヘンリーのことを覚えていてほしいと、その墓のある修道院の場所を教えてくれた。そこのあなた、手伝ってください。 アルファウルフの鳴き声で死んだ狼が引っかかっています。イスケールの力を授かった3体のうちの1体です。 なんとか倒せました。ありがとうございます。なんとか倒せました。ありがとうございます。 Was ist genau passiert? イスケールが狼を率いて村を襲撃したんです。修道院にいた他の人や子供たちはどうなりました？ この村の人ではありませんね。どうしてこんな危険なところへ？早く逃げてください。丘を下ると村へたどり着きます。ここよりは安全なはずです。 私は残りの人を探してみます。狼のせいで修道院にいた人が村へ帰れずにいますから。中には小さな子供もいます。早く助けてあげないと。危険なのにすみません。ありがとうございます。修道院の中と裏には誰もいませんでした。麓の方を探しましょう。 Gemeinsam sind wir stark. So wie auf meinem YouTube-Kanal. Mit abonnieren, favorisieren, kommentieren. Hier ist ein Okami. Retten wir alle. Ach, wieder mit dem Jungen reden. Junge, was hast du getan? Ja, ins Dorf bringen, sicherstellen. So. Reise mit Henry. Der mal schneller rennt wie ich. きっとヘンリー様とあの人が
家の中から声がします。こっちです。扉が開かない。もう大丈夫だ。ここを開けて。扉が開かない。壊れているのか。どうしよう。Tür lässt sich nicht öffnen. Ich brenne. Nein, sie sind alle hinter mir. Wer wohnt denn in so einem Haus? Guck doch, ich wollte die Spinnweben da hinten an. Das ist ja schlimm. Ja, ich bin ja schon da. Aber keinen Stress hier. にしよう。怪我はない？少し休んでいきませんか？Ja, von der Luft läuft, das ist schon eklig. Was flüsterst du da? Nicht komisch, ich bin seit 10 Jahren tot. Und Henry auch. Das ist auch seltsam vor. Wenn wir die Vergangenheit sind, können wir dann nicht Henrys Leben retten? Okay. Schmeiß dich runter. Ja, wir leben in der Vergangenheit. Das Zug geht geradeaus. Kannst du sie für mich dorthin bringen? Weiter. Warum kommst du nicht mit mir? Ich muss Abteil zurück. Iskel wird bald dort sein. Wie meinst du das? Angegriffen. これと同じような襲撃が、イスケールを倒す方法を知っているのは私だけです。ハーメルが見せてくれた夢の意味がようやく分かりました。私が何をすべきかも、ハーメルが私を選んだ理由を分かりませんが、これは私の使命です。あ、狼たちが集まってきています。子供たちを頼みます。私はこっちを。 Sagen, darf ich ihn jetzt nicht auswählen? Okay. Ja, ich bringe sie ins Dorf. お願いします。こっちだ。
Okay. Gehen wir mal weiter. Sprich mit. Also. Halt. もう娘に会えないかと思いました。なんとお礼を言えばいいか。あのヘンリー様は子供たちを助けるために一人で修道院へ向かわれたと聞きましたが。うん。そんなイスケールは恐ろしいモンスターです。人間の力では体の弱いヘンリー様がイスケールと戦うなんて。ヤコブ、niemals zurück. イスケールの力とヘンリーの心を合わせ持つ者よ。どのような強大な力も狂う者の意志次第なのだ。さあ、悪夢から覚めよ。 自らの道を選ぶのだ。小さき者も準備ができたようだ。 汝の道に生えあらんことを。 ヘンリーの墓の前に立つと、神獣ハーメルの魂が現れた。 ハーメルの不思議な力で、目の前にはヘンリーとイスケールが戦ったかつての修道院の光景が広がる。ハーメルは何を伝えたかったのだろう。危険な星の力を操れるようになったら、どんな道を歩めばいいのだろう。よは。 ブラックハウル平原に住まう聖なる鹿ハーメルが命を落とした。ハーメルに追放されたイスケールが戻ってきたのだ。 狼から逃れた人々は修道院で孤立し、星のかけらの力を得たイスケールはガローの群れを率いて修道院へ向かった。誰もがただ恐怖におののく中、ハーメルの勇気に憧れていたヘンリーは人々を避難させる。死に物狂いで軍労と戦うヘンリーにイスケールが飛びかかった。夢の中でハーメルからイスケールの弱点を聞いていたヘンリーは、 貯蔵庫に積まれた油壺に松明を投げ入れた。油壺は次々と爆発し、火の手が修道院を包んだ。イスケールはヘンリーもろとも炎の中へと消えた。焼け跡にはヘンリーや狼たちの遺灰だけが残っていた。人々は英雄ヘンリーの死を悼み、毎年狼狩り大会を開いて
彼の勇気をたたえている。ハルピー、 alles klar。So ist es halt, ja. Und der Wolf hat am Ende noch überlebt. Wetten wir? Ich wette mit euch 100 pro. Wenn der Wolf es nicht überlebt hat, dann weiß ich auch nicht. Ist so meistens so, die Helden sterben und ja, die Bösen überleben. Sonst wäre es sehr langweilig, oder? Sonst wäre es sehr langweilig. So, jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Da war noch was. キャスラータウンの海岸の崖でウィスク島の方をしばらく眺めた後、ヘルピーは口を開いた。彼は別れを告げ、続く冒険と歩む道を応援した。道のりを共にしてきた友人と別れ、これからは一人で歩み続けることとなる。Ja, mit dem wunderschönen oder sehr traurigen, herzzerreißenden Abschied, würde ich sagen, verabschieden wir uns hier auch mit dieser Folge. Wir sind weit gekommen. Am Ende war es jetzt nochmal ein bisschen interessant halt. Ja, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Aber ich denke mal, als Let's Play ist das hier wirklich ein bisschen schwierig, sage ich mal so, wenn man ewig vieles machen muss und so. Und ich denke mal, das ist eher so ein Offline-Game, also so ein Spiel, wo man lieber alleine spielt halt, ne? Aber jetzt könnt ihr gerne mal selbst in die Kommentare reinschreiben, ob ihr gerne noch mehr sehen wollt oder nicht. Dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich hier erstmal hier mit Trons of Liberty oder And Liberty etc. Wir haben auch auf jeden Fall noch, also wenn ich jetzt wirklich noch weiternehme, noch eine ganz große Reise vor uns definitiv. Aber ich denke mal, das sollte erstmal gewesen sein. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen immer wieder das gleiche Konzept gibt hier beim MMORPGs. Aber was soll man machen? Neu erfunden hat bis jetzt noch keiner irgendwie, war mal so ein ordentliches Rad. Außer auf dem PC, da gibt es die richtigen guten. Aber auf der Konsole, ja, gut. Wir lassen uns mal überraschen. Black Desert ist halt irgendwie doch immer noch ein bisschen besser irgendwie, finde ich. Naja, aber naja, ist ein anderes Thema. Gut, okay, ich würde sagen, ich verabschiede mich hiermit. Wiederschauen, reingehauen, euer Chris Angel 3000 hier mit dem Amazon Game Tron and Liberty. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und euer Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr gerne noch mehr sehen wollt, dann einfach mal liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Ihr wisst Bescheid und somit wiederschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt gesund. Tschüss.